Ich möchte heute mit dir über Hiob sprechen. Hiob, Hilfe, Hiob. Das ist so ein richtiges Thema, wo du sagst, oh weia, das ist so ein Elendsthema. Ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon über Hiob gehört hast. Sowas von, ach du meine Güte, Leiden über Leiden und Not über Not und dieses ganze Ding, dass man das willig ertragen soll und das Ausharren und so weiter. So ein richtiges Stressthema. Aber ich glaube, dass ich heute mit dir einen Gesichtspunkt bei Hiob beleuchten möchte, von dem du vielleicht noch nicht so viel gehört hast. Und ich glaube, dass er dich segnen wird. Man geht davon aus, Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Weißt du, es gibt keine Hinweise auf das Gebot oder auf das Gesetz, was unter Mose gegeben worden ist. Es gibt auch keine Hinweise auf die Stammväter Abraham, Isaac und Jakob oder irgendwas in der Richtung. Es gibt nur die Erwähnung des Landes Uz und wo das war, weiß kein Mensch. Ja, es ist also sehr vieles unklar darüber, aber Gott hat dieses Buch uns zukommen lassen. Und wenn du tatsächlich es mal geschafft hast, das Buch Hiob zu lesen, dann weißt du, dass es etwas ist, wo es endlose Diskussionen gibt, ein Hin und Her. Und es ist schwierig überhaupt zu kapieren, wer redet denn hier jetzt was und welche Position ist hier eingenommen. Es ist mühsam. Und deshalb lesen die meisten Menschen nur die ersten ein, zwei Kapitel oder drei und dann hören sie auf, weil es einfach echt Arbeit ist. Ich habe mir das ganze Buch Hiob mal richtig durchgearbeitet und ich kam zu einem interessanten Ergebnis. Weißt du, die Message bei allen Predigten, die ich bis jetzt über Hiob gehört habe, die lautet immer so, oh, Hiob ist so gerecht gewesen, das war so ein guter Mann, der war so unschuldig, der hat alles richtig gemacht. Und dann kam dieses Problem, ja, mit einfach, dass Gott zufrieden war mit ihm und dann tauchte der Satan auf der Bildfläche auf und er hat also sich einfach dann vom Herrn grünes Licht geholt und hat Hiob geschlagen und ins richtige Elend gestürzt. Dabei hatte der Hiob doch gar nichts Falsches gemacht. Aufgrund der boshaften Intention von Satan kam dieses ganze Elend über ihn. Und in der Tat, die Bibel sagt schon in Hiob 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffend und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Und dann kommt dieses ganze Elend über ihn. Seine Frau sagt sogar, er soll Gott abschwören und sterben, was er strikt, Halleluja, von sich weist. Und er bleibt dran in seinem Vertrauen an Gott. Er hält fest. Und das ist wirklich etwas sehr Positives. Und das ist sicherlich eine, wenn nicht die Hauptaussage des Buches, und das ist auch korrekt. Dranbleiben, festhalten. Ja? Dieses Buch hat vielen Menschen, die in Leiden sind, in Verfolgung sind, in Schwierigkeiten sind, in Schicksalsschlägen sind, immer wieder Trost und Hilfe gegeben. Allerdings wird die Hiob-Story auch immer wieder zitiert, um theologisch zu rechtfertigen, dass Gott eben doch nicht heilt und dass er doch dieses Elend zulässt und dass er doch diese Probleme zulässt und dass es ja doch aus Gottes Hand kommt. Nach dem Motto, leide willig, ohne zu klagen. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, dass es eben Notsituationen gibt, aus denen dir niemand heraushilft. Die kommen einfach über dich, dem bist du wehrlos ausgeliefert, ja. Und dass du dann dranbleiben musst, ja. Und obwohl du als Christ ebenso gerecht bist, gehst du einfach da durch und der Herr stützt dich. Und es ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, dass da ein kleiner Irrtum doch mit drin ist. Wenn man nämlich Menschen sagt, dass Gott will, dass sie im Segen leben, dass sie gut versorgt sind, dass ihre Kinder zum Herrn kommen, dass sie in einem Shalom Gottes leben, dass sie einfach in ihren Umständen, in ihrem ganzen Lebensumfeld gesegnet sind. Ja, dass der Herr sie heilen will, dass der Herr sie befreien will, dass der Herr einfach sie versorgen will. Dann gibt es Kritiker und die weisen immer wieder darauf hin, das ist aber anders als im Buch Hiob. Oder das ist ganz anders als bei dem Stachel im Fleisch von Paulus. Das sind so die beiden Hauptargumente, die immer verwendet werden, um Leiden zu rechtfertigen und sagen, das ist was Gutes. Aber weißt du was? Lies das Buch Hiob mal genauer. Denn wenn du es genau dir anschaust, wirst du feststellen, Hiob wird im gesamten Buch Hiob nicht ein einziges Mal als gerecht bezeichnet. Sehr interessant. Und wir sollten uns fragen, war der gute Hiob wirklich so gut drauf, wie uns immer verkauft wird? War er wirklich so fehlerlos? Hat er wirklich alles so super gut gemacht? Und dazu musst du dir tatsächlich das ganze Buch einmal durchlesen. Und zwar detailliert und genau und geprüft. Zunächst einmal fällt auf, dass er
nachdem das Elend über ihn gekommen ist, in tiefe Depressionsfeld, ja, und das ist in Kapitel 3, den Tag seiner Geburt sehr, sehr, sehr heftig verflucht, sehr derb. Und dann sagt er beispielsweise in Kapitel 6, Vers 9, dass Gott sich dazu entschlösse, mich zu zertreten, dass er seine Hand abzöge und mich vernichtete. Und wenn wir das Buch genauer lesen, werden wir ein Problem feststellen von Hiob. Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Hiob war ein Typ, der komplett selbstgerecht war. Das ganze Kapitel 31 ist eine einzige Aufzählung seiner Gerechtigkeit. Was er alles richtig gemacht hat. Wie gottgefällig er gelebt hat. Eine Liste seiner Fehlerlosigkeit. Und dann giftet er beispielsweise in Kapitel 23, Vers 4 bis 5. Ich wollte vor ihm, also vor Gott, den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich möchte gern die Worte wissen, die er mir dann antwortet und erfahren, was er zu mir sagt. Vielleicht kennst du solche Sprüche. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, also wenn ich in den Himmel komme, dann wird mir Gott aber ein paar Fragen zu beantworten haben. Oh oh, das ist völlig daneben. Wenn du in den Himmel kommst, dann wirst du unendlich glücklich sein, unendlich begeistert sein und das, was dir hier irgendwelche Fragen sind, wirst du komplett vergessen haben. Du wirst in Gottes Gegenwart sein. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Er hat den Weg für uns alle gemacht, damit wir überhaupt gerettet werden können. Und das ist etwas, wo wir zutiefst dankbar sind. Wenn irgendwelche Leute meinen, sie können Gott für irgendwas zur Rechenschaft ziehen, die werden ein böses Erwachen haben. Das kann ich dir sagen. Und Hiob war in dieser Falle gefangen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht. Das sagt er. Und seine drei Freunde, Eliphas von Teman, Bildad von Schauch und Zophar von Naaman, machen ihn kapitelweise auf dieses Problem der Selbstgerechtigkeit aufmerksam. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt, in Kapitel 32, da heißt es, und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Das heißt, die haben immer wieder versucht klarzumachen, hallo, komm von deiner Selbstgerechtigkeit runter, du hast keinen Anspruch gegenüber Gott, du bist nicht in dir selbst gerecht, der Herr allein ist gerecht und so weiter. Und er kommt aus dieser Nummer nicht raus. Er hält an dieser Selbstgerechtigkeit immer und immer wieder fest. Und du musst bitte berücksichtigen, diese drei Männer haben das nicht von oben herab gesagt. Die waren nicht irgendwie schnöselig und haben gesagt, naja, also hier, komm mal von dieser Nummer runter. Die sind zu ihm gekommen, die haben mit ihm getrauert, die haben sich auch in Sack und Asche gesetzt, die haben erstmal tagelang überhaupt nichts gesagt, die waren bei ihm, die haben mitgelitten. Das war kein bläsiertes von oben herabreden, sondern das waren wirkliche Freunde, die ihm in dieser Situation helfen wollten und gesagt haben, hey, es gibt ein Problem und das ist, dass du dich selber für gerecht ansiehst in dieser Situation. Und dann gab es noch einen vierten namens Elihu, der war jünger, der hatte sich bis dahin rausgehalten. Und nachdem dann die Älteren an diesen Endpunkt gekommen waren, gesagt haben, sie hören jetzt auf, dann ist er reingekommen. Ja? Und dann heißt es in direkt nächsten Vers, da entbrannte der Zorn Elihus, gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und dann ein paar Verse weiter zitiert Elihu Hiobs Reden und sagt, du sagtest doch vor meinen Ohren und den Laut deiner Worte höre ich noch, lauter bin ich ohne ein Vergehen, rein bin ich und habe keine Schuld. Siehe, er, und damit ist Gott gemeint, erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich. Und im nächsten Kapitel sagt Elihu, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht. Und Gott hat mir mein Recht entzogen. Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein. Da merkst du, worum das ganze Buch sich eigentlich dreht, wenn du wirklich zum Kern kommst. Das ganze Buch ist vielmehr das Problem der Selbstgerechtigkeit als das Problem des Leidens. Und dann kommt Elihu zum Schluss. Sollte Gott dir etwa sagen, ich habe mich geirrt?
Doch ich will nicht mehr böse, man beachte das Wort böse, handeln. Wenn ich Unrecht verübt habe, will ich es nicht wieder tun. Und dann heißt es, Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht, denn er fügt seiner Sünde Treubruch hinzu. In unserer Gegenwart klatscht er sich Beifall und macht seine Worte gegen Gott zahlreich. Sein Fazit ist, Hiob klagt Gott an, weil er sich gerecht sieht und weil er wegen seiner Gerechtigkeit den Anspruch hat, dass es ihm gut geht. Jetzt geht es ihm schlecht und jetzt hat er das Recht, Gott anzuklagen, weil Gott hat sich nicht ihm gegenüber korrekt verhalten. Das ist das Problem, in dem sehr viele Menschen stecken. Das ist das Problem, was sehr viele Menschen davon abhält, die Segnung Gottes zu empfangen, weil sie in ihrer Selbstgerechtigkeit und in ihren Vorhaltungen gegen Gott stecken bleiben. Wenn wir meinen, selbstgerecht zu sein in uns, dann haben wir ein Problem. Denn die Schrift teilt uns unmissverständlich mit, dass niemand vor Gott gerecht ist. Weder durch gute Werke, noch durch korrektes Leben, noch durch fehlerloses Verhalten oder was auch immer. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Niemand ist gerecht, weder mit noch ohne Gesetz. Auch Hiob nicht. Echte Gerechtigkeit vor Gott gibt es ausschließlich in Jesus Christus. Das geschah natürlich erst viele Jahrhunderte nach Hiob. Und wir können ihm keinen Vorwurf für seine falsche Einschätzung machen. Und dann kommt es dazu, nach diesem Ganzen, als dieser Punkt wirklich rausgearbeitet ist, was das eigentliche Problem von Hiob ist, dass der Herr erscheint. Und er spricht zu Hiob im Sturm. Und was sagt er? Ich sag's mal so, er stutzt Hiob zurecht. Er stutzt Hiob so richtig zurecht. Und er bringt eine ganze Aufzählung einiger seiner majestätischen Werke. Und dann sagt er zu Hiob und bringt es genau auf den Punkt. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Genau das war der Punkt. Er klagt Gott an, um selbst in Gerechtigkeit dazustehen. Weißt du was? Das ist eine gigantische Falle, die uns das ewige Leben kosten kann, die uns die Segnung Gottes kosten kann. Eine ganz gefährliche Falle. Und dieses älteste Buch der Bibel spricht von diesem Problem, dem Problem der Selbstgerechtigkeit. Ein Mensch, der in dieser falschen Sichtweise gefangen ist, der wird das Problem bei Gott sehen. Nicht bei sich selbst. Er fokussiert das, was eigentlich das Problem ist, auf Gott und sagt, da ist das Problem. Gott hat es falsch gemacht, nicht ich. Gott hat das Problem. Er ist das Problem. Er hat es falsch gemacht. Und er klagt Gott an. Und du kennst doch die Sprüche. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich bin meiner Frau immer treu geblieben. Ich habe meine Steuern bezahlt und so weiter. Also wenn Gott einen Funken Anstand hat, dann wird er mich schon akzeptieren. Was für ein Wahnsinn. Was für ein alberne unvernünftige Selbstgerechtigkeit. Bei Hiob war das nicht so platt, nicht so primitiv. Denn die Bibel stellt ihm ja letztlich tatsächlich ein super Zeugnis aus. Aber das vor allen Dingen deshalb, weil er das Problem erkennt und Buße dafür tut. Und das ist die Superstory im Buch Hiob. Am Ende erkennt Hiob diese selbstgerechte Überheblichkeit. Er erkennt, was das Problem war. Er erkennt, sage ich mal, seine Sünde. Er erkennt, dass er darauf geschaut hat, selber alles richtig und gut und perfekt zu machen und dass das die, sagen wir mal, Grundlage dafür ist, dass er erwartet, dass Gott ihn segnen muss. Er erkennt das Problem. Und er erkennt, dass er sich eigentlich auf sein Verhalten verlassen hat und Gott im Grunde genommen durch sein Verhalten sozusagen wie so ein Automat, der musste dann liefern. Und ganz am Ende, in Kapitel 42, da kannst du lesen, wie Hiob Buße getan hat. Er sagt zu Gott, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts.
Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und weißt du, was interessant ist? Dazu zählt auch folgende Aussage, die du garantiert schon oft gehört hast. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sagt Hiob ganz, ganz zu Anfang, als das Elend ihn übermannt. Er sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und in vielen Bibeln ist das fett markiert. Weißt du was? Das stimmt nicht. Hiob widerruft dieses Geschwätz. Denn wenn du das Buch Hiob liest am Anfang, dann musst du sagen, der Herr hat's gegeben, der Teufel hat's genommen. Das ist ganz klar drin. Der Name des Herrn sei gelobt. Der Teufel hat ihn beraubt. Der Teufel hat das Elend gebracht, nicht der Herr. Das Leiden kam vom Feind. Ja, natürlich hat der Herr es im gewissen Rahmen zugelassen, aber er ist nicht derjenige, der es durchgeführt hat. Der Herr hat es gegeben, der Teufel hat es geraubt, er hat es genommen. Und der Name des Herrn sei gelobt. Und deshalb sagt er, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche für das, was ich geredet habe, für meine Selbstgerechtigkeit, für meine Überheblichkeit, für meine Sichtweise. Jetzt hat er Gott kennengelernt. Jetzt hat er ihn verstanden. Jetzt hat er verstanden, wie Gott denkt, wie er empfindet. Er hat verstanden, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, er ist liebevoll, er ist treu und so weiter. Er ist nicht das Verhalten ist die Basis, wo Gott uns segnet, sondern in seinem Wesen ist einfach diese Basis. Er versteht, es geht um eine Beziehung. Es geht nicht um korrektes Verhalten und dann kommt der Segen, sondern es muss in einer Beziehung sein. Und das ist etwas wirklich Gutes. Und so sagt Jakobus im Neuen Testament dazu, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ja, Gott ist gnädig. Unsere eigenen Taten, unsere eigene Gerechtigkeit, unser eigenes, was immer wir meinen, auf die Reihe bringen zu können, das ist gar nichts. Wir haben keinen Anspruch, dass Gott uns irgendwie irgendwas geben muss. Wir haben den Anspruch, gerecht zu werden, indem wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter annehmen. Und das ist das Einzigste. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Und das ist eine Botschaft, die das Buch Hiob beinhaltet. Und nachdem all das passiert war, nachdem er von dieser Selbstgerechtigkeitsnummer frei geworden ist, hat der Herr ihm die Segnungen wiedergegeben. Der Herr hat es gegeben, der Teufel hat es geraubt und der Herr hat es ihm wiedergegeben, hat es ihm neu gegeben. Ja, da war der Schmerz. Seine Kinder waren gestorben, er war in dieses Elend gekommen. Aber es war eine neue Segenszeit für ihn angebrochen. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Wenn der Herr dich durch eine Phase von Schwierigkeiten oder Leiden hindurchführt, darfst du erwarten, wenn du an ihm dranbleibst, wenn du mit dem Herrn gehst, wenn du in einer intakten, innigen Beziehung zu ihm lebst, dass der Segen wiederkommt. Halte daran fest. Bleib nicht dabei stehen, dass der Feind dich beraubt hat, sondern sag, nein, es gibt eine neue Segenszeit für mich. Das, was der Feind mir gestohlen hat, der Herr wird es wiedererstatten. Das ist das Zeugnis der Bibel, immer und immer wieder. Bleib nicht in der Hiob-Nummer da sitzen, sondern sag, der Herr wird mich aus dieser Grube, aus diesem Loch herausholen und wird mich auf ein neues Level stellen in der Beziehung mit ihm. Von daher finde ich dieses Buch Hiob grandios, sehr bemerkenswert und es hat eine ganz, ganz interessante und tiefe Botschaft, die weit über das hinausgeht, was wir normalerweise einfach so hören. Ich hoffe, diese etwas andere Sichtweise zum Buch Hiob hat dich gesegnet. Und ich hoffe, du verstehst, dass egal wie die Situation in deinem Leben ist, egal wie die Leiden in deinem Leben sind, die Elend, das Not, was immer das sein mag, es ist ja so viel, es hat kaum Namen, egal wie es ist, du musst wissen, Gott kann und er will dich herausholen, wenn du mit ihm gehst, wenn du in einer intakten, lebendigen Beziehung zu ihm bist. Und deshalb sagen wir von Gottes Haus immer und immer wieder, und das ist das Statement, Gott hat mehr für dich.